Das ist schon lange her, da war ich 19. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich damals über meine Chancen so gedacht habe. Es war auf jeden Fall eine Riesensache. Ne? Wenn man so, das war also mehr oder weniger meine erste größere Meisterschaft. Ich hatte vorher zweimal die Sachsenmeisterschaft gemacht, so als Jux mehr oder weniger. Hab die auch schon gewonnen gehabt, die zwei Jahre vorher, und bin dann das erste Mal auf die Deutsche gekommen. Dort sofort einen Gesamtsieg gemacht und alle kamen auf mich zu in Hu und Ha. Und danach dann Titelbild auf der Sportrevue, ein Riesenartikel mit Schwarzenegger und so weiter. Das war natürlich erschlagend, sage ich mal. Ne? Aber dass ich nun daraufhin gedacht habe, dass ich der nächste Arnold Schwarzenegger bin, so war es dann auch nicht. Ne? Es hat sicherlich motiviert, klar, weiterzumachen und dort auch dran zu bleiben. Aber dass ich mir nun ausgerechnet habe, dass das jetzt in den nächsten 2-3 Jahren hier eine Riesensache wird, so war es nicht. Ich war in der Sportschule. Und war schon immer sportlich sehr aktiv. Also ich war Schwimmer in DDR-Zeiten, also TZ-Schwimmen, das war so dieses wirklich 5-mal die Woche und Wochenendwettkampf und so. Also war da sehr eingebunden in dieses ganze Sportprogramm. Und meine beiden Eltern waren Leichtathleten. Und tja, da war so irgendwie dieses Grundinteresse immer da, also diese Grundtendenz. Und nach der Schule wusste man halt auch nicht so richtig, was machst du denn jetzt? Ne? Und hat man halt angefangen Sport zu studieren, es war gleich gegenüber. Das war bei Sportarten, die ich vorher nicht betrieben habe, war es ein Problem. Das war eigentlich nur Turnen. Also Turnen war ein richtiges Problem. Wobei es eigentlich auch nur das Rec war, was ein richtiges Problem war, weil ich das vorher nie gemacht habe. Bahnen und so weiter hatten wir in der Schule alles schon gemacht, das war alles nicht das Thema. Aber Rec ging irgendwie so gut wie gar nicht. Wenn du 120 Kilo wiegst und dort versuchst, irgendwas Neues an diesem Reck zu probieren, das ist, also ich, für mich war es fast aussichtslos irgendwie. Ne? Also das war echt ein bisschen deprimierend, ne? Weil man kam sich immer sehr sportlich vor und das hat man gar nicht gerissen gekriegt. Und was natürlich immer ein Problem ist, sind die Ausdauergeschichten. Ne? Also sprich jetzt Leichtathletik, irgendwas mit ein paar Kilometer Rennen, ist natürlich auch jetzt nichts gewesen, worauf man sich gefreut hat. Aber so ansonsten war das alles kein Problem. Gut, was man gut konnte, Schwimmen natürlich, das war gar kein Thema. Lustig war zum Beispiel klassischer Tanz. Wir mussten eine Tanzsorte machen, also eine Art Tanz irgendwie belegen. Und da gab es, ich weiß gar nicht, klassischen Tanz eben, was Ballett ist, ne? Für den, der es nicht weiß. Volkstanz, frage ich mich nicht. Und die meisten von den Leuten, die eben so ein bisschen kräftiger waren, es waren auch viele Ringer und viele Judokas und so, die auch bei uns alle in der Schule waren, wir haben alle diesen klassischen Tanz gemacht. Und da konnte man sich natürlich einen Spaß draus machen. Ne? Das war sehr witzig. Naja, ich hatte jetzt nicht mit irgendwelchen Repressalien zu kämpfen oder so. Aber sicherlich wird man immer ein bisschen argwöhnisch beschaut. Ne? Das ist ganz normal. Ich meine, das ist überall so. Ob das jetzt nun beim Sportstudium ist oder sonst wo. Man ist immer ein bisschen, was ist denn das für einer? Ne? Zumindest hier in Deutschland. Ne? Tja, das ist glaube ich nicht viel anders beim Sportstudium als irgendwo anders.